gemeinsam für Leipzig. Ja, vielen Dank und natürlich auch ein herzliches Willkommen hier allen Anwesenden im Olympiastadion zu Berlin. Und das sage ich natürlich nicht nur zu den Anwesenden, sondern auch zu allen RB-Fans, die sich jetzt hier via Stream dazugeschaltet haben. Ich bin sehr, sehr froh, hier sein zu dürfen, auch wenn ich euch natürlich total vermisse. Und wenn ich hier stehe bei diesem Pokalfinale, dann denke ich natürlich an das Pokalfinale 2019. Ist doch ganz klar, denken wir doch alle, als hier 25.000 verrückte RB-Fans dieses Stadion zu einem Hexenkessel gemacht haben. Und jetzt seid ihr leider nur zu Hause. Aber ich hoffe, ihr feiert trotzdem mit in euren Wohnzimmern, auf euren Sofas. Und wir haben zumindest die Kurve hier einmal komplett in Rot und Weiß getaucht. Also ihr seid sozusagen mit euren Farben. Wir sind mit unseren Farben hier sehr, sehr gut sichtbar. Und das war natürlich viel Arbeit, diese Choreo hier aufzubauen. Und wie das genau vonstatten gegangen ist, das gucken wir uns jetzt mal zusammen an. Wunderschöne Bilder und vielen Dank nochmal an alle Verantwortlichen, die dafür verantwortlich sind, dass eben auch die Kurve hier wirklich in Rot-Weiß gestaltet ist. Die Mannschaft steht schon auf dem Platz und macht sich warm und wenn die nachher einlaufen wird, dann werden sie ganz spezielle Jacken tragen und auch da werden wir wieder einen Teil Leipzig mit hier nach Berlin bringen, denn auf diesen Jacken sind nicht mehr und nicht weniger als insgesamt 22.000 Vornamen aufgedruckt, und zwar die 22.000 Inhaber einer Dauerkarte in der Red Bull Arena. So sind zumindest eure Vornamen hier auch in Berlin anwesend. Ja, und dass die Mannschaft das auch wirklich ernst meint mit diesem Titel und mit diesem Pokal, das hat sie nochmal in einem Clip zusammengefasst, der wirklich sehr emotional und schön geworden ist. Mats, ab bitte. Hallo liebe Fans, leider könnt ihr Donnerstag bei diesem sehr besonderen Spiel nicht dabei sein. Da ihr die Saison auf alles verzichten müsstet, versprechen wir euch nochmal am Donnerstag alles reinzuwerfen für den ersten gemeinsamen Titel. Drückt uns an den Fernsehern die Daumen, feuert uns an. Es ist ein kleiner Weg nach Berlin, aber die Stimmen werden trotzdem gehört. Gebt Vollgas, wir tun es auch für euch. Erster gemeinsamer Titel. Gemeinsam für Leipzig. 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 Ja, liebe Fans, jetzt stehen wir zum zweiten Mal in 3 Jahren im Pokalfinale und diesmal wollen wir das Ding natürlich mit nach Leipzig bringen. Wir haben vor 2 Jahren zwar eine Niederlage gehabt, aber wir haben auch erlebt, wie toll es ist, als ihr alle mit nach Berlin gereist seid, im Vorfeld, in und um Berlin und natürlich im Stadion war es eine fantastische Stimmung. Das wird dies Jahr fehlen und das schmerzt sehr. Dennoch, den Pokal, den wollen wir auch für euch holen. Ich bin sicher, dass die Mannschaft alles in die Waagschale legt und drückt uns die Daumen, wir spielen für euch. Gemeinsam für Leipzig. 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 Hi, liebe RB-Fans. Unser wichtigstes Spiel steht vor uns in dieser Saison. Wir werden alles geben, dass wir unsere erste Titel holen. Für die Stadt, für den Verein, für euch. Gemeinsam für Leipzig. 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 Hallo, liebe RB-Fans. Jetzt ist es soweit. Wir können jetzt den ersten Titel nach Leipzig holen. Lass uns das machen. Gemeinsam für Leipzig. Gemeinsam für Leipzig. Gemeinsam für Leipzig.
Gemeinsam für Leipzig! Gemeinsam für Leipzig! Hallo liebe Fans, wir wollen das erste Titel nach Leipzig holen. Wir brauchen euch, wir brauchen eure Unterstützung. Lasst uns das gemeinsam machen. Gemeinsam für Leipzig! Gemeinsam für Leipzig! Gemeinsam für Leipzig! Gemeinsam für Leipzig! Wir haben am Donnerstag ein sehr, sehr wichtiges Spiel. Wir wollen den Pott endlich nach Leipzig holen. Ich hoffe, ihr seid alle live dabei vom Fernseher, irgendwo anders. Und drückt uns die Daumen und ich hoffe, wir können nach dem Spiel alle feiern. Gemeinsam für Leipzig. Da kann ich mich natürlich nur anschließen. Gemeinsam für Leipzig heute Abend hier in Berlin. Ich habe es vorhin schon gesagt, eure Farben sind hier, eure Namen sind hier. Aber wir wollten natürlich noch ein bisschen mehr machen. Wir wollten eure Fotos, eure Gesichter und vielleicht auch eure schönsten Fanmomente auch nach Berlin holen. Und deswegen haben wir eine kleine Diashow aus den Fotos zusammengestellt, die ihr uns geschickt habt. Und das war wirklich eine Riesenmenge. Und da freue ich mich jetzt auf euch hier im Stadion. Los geht's! Leipzig. Ja, auch bei diesem Lied werden natürlich super schöne Erinnerungen wach. Und wenn es schon dieses Lied gibt, dann muss natürlich auch ein Song kommen, der gar nicht fehlen darf. Ich sage feuerfrei für Stolz des Ostens. Hier im Herzen Deutschlands, da gibt's einen Verein mit dir. Und mir als zwölften Mann wird er ganz oben sein. Wir sind gekommen, um zu bleiben und nicht zu gehen. Geschichte zu schreiben, ihr werdet sehen. Und das ganze Stadion steht. Ole, 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 ole,
So, liebe Fußballfans, und jetzt kommen wir zu unserer heutigen Mannschaftsaufstellung. Und natürlich brauche ich auch von euren Sofas aus eure Unterstützung. Wir beginnen mit der Rücke Nummer 1, das ist natürlich Peter Gulaschi. Rücke Nummer 5, Dayo Upamecano. Mit der Nummer 7, Marcel Sabitzer. Mit der Nummer 8, Amadou Haidara. Rücke Nummer 11, Hichan Wang. Mit der Rücke Nummer 16, Lukas Klostermann. Rücke Nummer 19, Alexander Sörloth. Mit der 22, Nordi Mukiele. Mit der 23, Marcel Halstenberg. Mit der 25, Dani Olmo. Und mit der 44, Kevin Kampel. Unser Trainer heißt natürlich Julian Nagelsmann. Und jetzt, gib mir ein R, gib mir ein B, gib mir ein L. Wer gewinnt heute?